So, Freunde, heute ist der zweite Tag hier in Mailand. Wir kommen, Hakan kommt gleich mit seinem Bruder und zeigt uns ein bisschen die Stadt. Und ich bin mal gespannt, ich freue mich richtig drauf auf italienische Nudeln und Pizza. Also, Freunde, seid gespannt, bis gleich. So, Freunde, Hakan ist da endlich. Der zeigt mir jetzt mal die Stadt hier. Und fangen wir direkt los, ne? Was sagt ihr? Auf jeden Fall, ja. Was wollen wir machen? Was du willst, Bruder. Ja, das ist eure Stadt, hat ihr müsst entscheiden. Was machen wir? Uns. Ja? Die Stadt gehört den Jungs, also. Also, Freunde, ich weiß jetzt ehrlich nicht, was mich erwartet oder uns. Die Jungs müssen entscheiden. Das ist deren Stadt jetzt hier. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er da ist. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Boah, schon 7, 8 Jahre locker. Ja. Und zum ersten Mal bis jetzt in Mailand. Erste Mal in Mailand, sehr schöne Stadt, gefällt mir auf jeden Fall. Du kommst doch nie raus aus Düsseldorf. Ja, ich bin eingesperrt da. Der Bürgermeister aus Düsseldorf, aber wir übernehmen jetzt Thailand. Ach, Thailand, sag ich schon. Mailand. So, Freunde, wo sind wir jetzt? Bruder, wir sind jetzt in der Nähe von Duomo. Wo? Duomo. Duomo. Hier ist ja Galleria. Hier ist das Berühmte, wo jeder Fotos genau, macht. Genau, und hier um die Ecke ist Duomo direkt. Okay, das zeigen wir auch mal gleich. Gleich, ja. Aber erst müssen wir noch essen. Ja, erstmal was. Siehst du, ich habe schon abgenommen. Ich bin jetzt einen Tag hier, ich habe schon 3 Kilo abgenommen. Was ist das? Ich muss mal richtig reinhauen hier. Wo sind wir jetzt, Bruder? Wo sind wir? Mailand, Bruder. Ich dachte, wir sind in China, Bruder. Nein, wir sind jetzt in Mailand, im Restaurant, da wo ich immer gerne esse. Dein Lieblingsrestaurant, ne? Beim Pino. Wir essen öfters hier. Okay. Du hast ja Lust auf Pizza und Nudeln gehabt. Bruder, hau einfach rein, egal was. Ich habe richtig Hunger. Gestern letztes Mal Schoko-Croissant gegessen. Ja, top. Wir haben gestern ein Croissant gegessen, Weltklasse. Keine Bäckerei bei uns gibt es sowas. Wir waren in irgendeiner Ecke. Aber was kannst du empfehlen hier? Gleich, wenn der Chef kommt, Bruder, mache ich. Machst du was Fettes? Okay. Mach schon die Liter. Wir bewerten gleich. Zieh mal, wie lange bist du jetzt hier? Das ist 7 Jahre, ne? 7 Jahre, Bruder. Boah, die Zeit verfliegt da. Ja, 7 Jahre. Ehrlich, unglaublich, ne? Schön eingelebt. Ich fühle mich hier wohl. Was sagst du, was besser zum Leben hier oder in Deutschland? Bruder, ich bin ganz ehrlich. Ich vermisse Deutschland überhaupt nicht. Kein bisschen? Ehrlich nicht? Keine so Freunde, ein bisschen die Umgebung. Die ja, Familie, Freunde sind bei mir alle in Mannheim, aber. Ja, dein Bruder, der kommt ja auch immer, habe ich gestern kennengelernt. Er ist immer dabei. Er arbeitet ja bei uns in der Fußballhalle. Wir haben ja ein Fußball-Soccer-Zentrum. Schon, du leitest das, ne? So, das Gesicht von der Halle haben, ja. Dieses Model-Gesicht. Der sieht auch besser aus, oder nicht? Ja? Diese schönen Haare noch und so. Ich musste in die Türkei meine Haare machen lassen. Aber so sagst du, Lebensqualität besser jetzt? Ja, so Lebensqualität. Ja, die Menschen. Ich habe auch gemerkt, die Menschen sind anders. Weil ich kenne nur diese, leider muss ich so sagen, diese Fressen in Deutschland, wenn du irgendwo hingehst. Oh, ja. Diese immer mies, grimmig. Und damit komme ich nicht klar. Ja, ist so. Weil ich kann mich noch erinnern, wir haben in München gespielt. Gegen München oder in München? Gegen München, in München. Okay. Und ich bin zum ersten Mal wieder nach langer Zeit nach Deutschland. Nicht? Bruder, wir sind Kontrolle. Tasche auspacken, zeigen. Die nächste Fußballmannschaft ist da. In Italien ist es so, wenn du kommst, du gehst durch. Und auch so Sympathie, wenn die reden und so. Ich merke das auch die Menschen, ja. Gucken gar nicht ins Gesicht. Keine Ahnung. Mir kommt das jetzt so komisch vor. Weißt du, ich habe mich hier dran. Die Menschen sind überragend. Herzensmenschen. Alle sympathisch, alle nett. Ja, hier ist kein Neid auf jeden Fall. Null Neid. Das ist bei uns ein sehr großes Problem. Gerade noch bei mir im Sport, oder generell bei uns im Sport, wenn einer erfolgreich ist, kommt der Neid und die Neidwelle. Aber was willst du machen, da muss man auch umgehen können. Wir sind professionell genug, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Man muss alles neidlos anerkennen. Weil nichts wurde uns geschenkt. Er hat dafür geackert, er hat sein Leben dafür geopfert. Und meine Story kennt ihr. Ja, es war für mich alles anders. Weil ich kam ja von AC Mailand nach Inter Mailand. Und jetzt bin ich Vorbild geworden von denen, die lieben mich über alles und es hat sich alles aufgebaut. Walla, Bruder, es hat sich alles aufgebaut. Ich bin stolz, Bruder. Ich, ehrlich gesagt, das war geisteskrank. Achso, Bruder, ich hab das. Nach dem Spiel. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Italien, Bruder. Die Fans, die sind hier krank.
Ja, wir lieben Fußball. Also sorry, ich muss eine Sache sagen, ich habe das lange nicht mitverfolgt. Ich wusste nicht, dass er so am Knallen ist hier. Und gestern war ich das erste Mal in diesem Stadion, habe ich ihr auch gesagt, dass 80.000 Leute, das ist geisteskrank gewesen. Und er ist der Star überhaupt. Also, du kannst ja gar nicht mehr herumlaufen. Weißt du, was ich meine? Gestern die, in seinem Auto 100 Leute gekommen und die verfolgen dich teilweise. Ne? Ja. Aber alle mit Respekt. Ja, mit Respekt und Liebe. Ja? Da ist jetzt eine Verbindung. Was sich aufgebaut hat, sollen wir bestellen. Ja, bestell erstmal. Dino, wollen wir mangiare Pizza? Pizza. Pasta. Bruder, ich bin kommt rüber. Ich spreche besser Italienisch als Deutsch. Ich rede kaum Deutsch, Bruder, zu Hause. Nur ab und zu. Meine Frau so mixt Türkisch-Deutsch. Deine Kinder auch Italienisch? Meine Tochter kann Italienisch, ja. Die geht jetzt zur International School, Englisch. Die spricht flüssig Englisch, Türkisch sehr gut, Deutsch. Aber gut, viele Sprachen. Remix, ne? Deutsch, ja, ja. Deswegen reden wir auch zu Hause ein bisschen Deutsch. Aber Italienisch kann sie, weil der italienische Freunde. Nein, super. Wir haben alles aufgebaut hier. Freunde. Ja, ich will hier leben. Willst du bleiben? Ich will hier leben, ja. Herr Bruder, wie läuft es bei dir eigentlich? Ich weiß nicht, verfolgst du das bisschen? Ja, ich habe deinen letzten Kampf gesehen, 20.000 Zuschauer. Ja, Bruder, klar, das läuft jetzt sehr gut. Endlich angekommen bei uns, weißt du? War auch ein langer Weg, du weißt, wie lange ich diese Scheiße schon mache, Alter. Aber jetzt zahlt sich das alles mal aus. Wann ist dein nächster Kampf? Ich hätte jetzt Samstag gekämpft, aber ich war verletzt und ich darf noch nicht teasern, aber das wird was Fettes auf jeden Fall. Okay. Das wird auf jeden Fall was sehr Großes, aber das Größte bisher, wo ich gekämpft habe. Ja, wie gesagt, endlich wurde auch mal Zeit. Ja, Bruder. In der Zeit zahlt sich das alles aus. Man muss geduldig sein. Ich hatte sehr lange Geduld. Mir wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt. Sehr, sehr viele Steine. Ob das jetzt finanziell ist, ob das Support ist, ob das generell ist, das ist nur Türk. Ja, bei euch ist es halt nochmal anders. Ihr seid Einzelsportler. Ja. Und bei uns ist es, wir sind eine Mannschaft. Ja. Du bist allein und nur für dich verlassen, weißt du? Ich bin ganz alleine. Und wenn ich verliere, wer steht dann hinter mir? Das sind dann nur meine eigenen Supporter. Das ist leider in Deutschland so diese Neidgesellschaft, wie du gesagt hast. Die pushen dich bis zu einem Limit. Ein paar Jungs aus meinem Umfeld haben die so gepusht, haben die verloren, haben die fallen lassen, wie scheiße. Das ist nichts Neues, das ist Standard. Aber du warst bei Mailand vorher? Oder wie war das nochmal? Milan? Nee, AC Milan. AC Mailand, ja. AC Mailand, und dann bist du gewechselt, ne? Inter Mailand, ja. Und das sind so zwei Konkurrenten? Ja, zwei Rivalen, oder? Gleiche Stadt, andere Farben. Und wie war, wo du gewechselt hast? Das ist wie Gala Fener. Okay. Und wie war es, wo du gewechselt hast? Ja, war schon heftig. Nicht schön. Ja. Aber das Ding ist, das sind Fans. Die wissen ja die Wahrheit nicht, was im Hintergrund ist, weißt du? Am Ende sind wir immer schuld, aber ich war ja ablösefrei. Weißt du, was ablösefrei ist, Bruder? Nee. Das heißt, wenn dein Vertrag... Der studiert wenn dein Vertrag, Pro die Folge. Was heißt ablösefrei? Ja, wenn dein Vertrag durch ist, also vorbei ist, dann bist du ablösefrei. Das heißt... Dich kann jeder kaufen dann. Genau. Also könntest du dich auch kaufen, Bruder? Ja, und dann bin ich halt nach Inter Mailand gewechselt. Das gab sich so. Ja, sollte ich. Aber jetzt hast du dich ja eingelebt, Alter. Aber das Problem ist, weißt du, was die Leute immer denken, Bruder? Man geht wegen Geld und so, dies, das, Bruder. Was trainiert ihr so? Mich interessiert es ja, weil wir Fußballer trainieren ja anders als ihr Sportler. Ihr macht hier mehr Kondition, Kraft oder so mehr Power. Alles gemischt, Alter. Wenn ich zuerst mit ihm mache, kannst du erzählen, Bruder. Wir machen viel Technik, viel Simulation, viel hohe Pulsbelastung. Weil beim Kampfsport, du hast hohe Pulsbelastung. Du hast ja nicht die Zeit, dass du dich ausruhen kannst. Ja. Hohe Pulsbelastung, schnell wieder erholen. Genau, bei uns ist es ja so, dass wir auch mal runtergehen vom Tempo. Du kannst auch mal eine Minute Reaktion haben, aber du musst ja die ganze Zeit unter Spannung sein. Dass der Körper einfach unter Spannung bleibt, aber trotzdem schnelle Regeneration ist. Mhm. Viele Sprints. Einfach hartes Training. Aber natürlich, es gibt auch Tage, wo man nicht hart trainiert, das gehört auch dazu. Wo man mehr die Technik einstudiert. Wo hast du am meisten Spaß, wo du dann trainierst? Zum Beispiel, wenn wir trainieren, ich habe Spaß, wenn wir schießen oder so. Ich schieße. Ja, wenn ich habe zum Beispiel Abschüsse, Kratzen mache. Kratzen mache ich. Was ist Kratzen, Bruder? Das ist, kennst du, wenn du dagegen haust und kickst. Ah. Das machen wir gleich mit. Ja. Du ziehst so Dings an und du boxst dagegen. Ah, okay. Das ist so mein Ding, ich liebe das. Aber auch mit Kicks und so. Das ist genau, das liebe ich. Und da habe ich richtig Spaß dran. Ja. Das andere ist diese Quälerei, diese läuft. Boah, wenn der mich immer quält, Alter. Und ich tue immer so, der sagt, ey, ist gut, ich tue alles easy. Ich sterbe innerlich. Ich mache extra härter, weil ich mir denke, quält mich jedes Mal.
Das ist das Ekelhafteste, aber da muss er durch, Mann. Ausdauer dann, ne? Auf, ey. Das ist eine ganz andere Belastung. Das ist keine Grundlagenausdauer, das ist einfach so wirklich hohe, hohe Pulsbelastung. 180, 190, du bist die ganze Zeit nur am Oben am Kleinen. Weil beim Kämpfen ist das auch so. Aber wo merkst du zum Beispiel, wenn du kämpfst? Ja. Wo merkst du, wo du sagst, okay, jetzt werde ich langsam müde, ich muss irgendwie so gucken, dass ich mein Power wieder so hinbekomme? Es gibt doch immer so Momente, ja, wo du doch ein bisschen dich. Auf jeden Fall. Weißt du, man muss doch ein bisschen so Zeit geben, dass man sich auch ausruht, oder nicht? Dieser Moment ist oft, wenn es. Ringen kannst du ja, also kennst du Griff, ne? Ja, ja, klar. Sie tut ihm mehr so. Einfach so in die Mitte. Si, si. Ich gehe rein. Und der Gegner, das dauert alles 10, 15, 20 Minuten. Erst geht der Gegner rein mit seiner Musik, 10 Minuten. Dann stehe ich schon da, ich werde kalt so. Dann gehe ich da rein, dann bist du wieder kalt. Mhm. Und dann musst du den Motor langsam wieder hochfahren. Deswegen fange ich immer langsam an. So die ersten 2 Minuten, ich gucke, ein bisschen bewegen, dass ich warm werde und dann gebe ich Vollgas. Also, dass du nicht. Ich mache dir aber zum Beispiel diese Analyse von dem Gegner. Das sage ich zum immer. Zum Beispiel, wir machen immer mit Videos und so. Ja. Ich gucke mir auch die ganze Zeit Videos an. Ah, okay, und dann setzt ihr euch zusammen hin. Ich sag dem das, der will sich der den sagt den so, angucken. Hau den tot, geh da rein, hau den tot. Hau den einfach tot. Hau den tot, geh da rein, das Gameplay. Ich guck mir nie an, ich kann das nicht. Du hast schon gegen die Besten der Welt alles schon gespielt. Ich hab gegen allen gespielt, gegen Bruder. Alle. Wer hat dich so am meisten beeindruckt, fußballerisch? Neymar. Neymar? Boah, Bruder. Als wir in Barcelona gespielt haben mit Leverkusen. Er hat Sachen gemacht, Bruder. Er ist schwindelig geworden. Also wir waren sogar einzeln in Führung, bis zur 80. Minute oder so, und dann haben die direkt nach den letzten 10 Minuten haben die 2 Tore gemacht, Bruder, kurz. Zack, zack. Aber war geil. Neymar. Der ist auch ein Playboy, ne? Messi ist auch heftig, aber Bruder. Another world. Er ist Talent, ne? Man sagt ja so, Ronaldo ist Fleiß, der Dings ist Messi-Talent, ne? Bruder, ich hab gegen jeden gespielt, Wallah. Jeden. Was willst du noch erreichen? Bruder, ich will einfach nur gesund bleiben und so lange spielen, wie es geht, Walla. Da sagst du, bis Körper Nein sagt. Ja, das stimmt. Und mal gucken, bis wohin. Ich sag euch, der Laden hat bestanden. Ja. Dann wieder, hat der bestanden, Bruder? Der darf weiterlaufen. Der darf weiterlaufen, der Laden. Nein, unsere Halle ist ja dort. Die Soccerhalle, wo mein Bruder arbeitet. Ja, Bruder, Fußballzentrum Chalanolo, wenn ihr vorbeikommen wollt. Die nächste feinste Pro-Folge. Da sind ja auch öfters Turniere und so. Ich stelle mir mal vor, wie lange ich schon drin bin, Bruder. Ist schon wann war mal mein erster National? 12, 13 Jahre, ne? 2014. Wann bist du Profi? Wie alt warst du da? Nein, mein erstes Nationalspiel. Erstes Nationalspiel war, glaube ich, 2014, 15. Aber Profi bist du schon, seitdem du 18 bist oder 17? Bei KSC? 17, ja, KSC. 17 schon Profi, Alter. KSC. Von KSC, haben zweite Liga, dann sind wir abgestiegen, dann wurde ich aber ausgeliehen, bin geblieben, habe noch ein Jahr gespielt. In der dritten Liga wieder Aufstieg und dann bin ich nach Hamburg. Aber da hast du auch schon Knallertor gemacht. Ja, direkt erste Saison 11 Tore und dann bin ich gegangen. Leverkusen. Das ist einfach kurz gegangen. Hallo, ich war da, danke schön. Spaß. Nein, war aber war geile Zeit Hamburg. Hamburg, super Fans, Alter. Aber guck da auch wieder. Die wissen auch nicht die Wahrheit, was passiert ist. Aber dann haben die mich auch wieder fertig gemacht. Okay, am Ende kam diese Krankmeldebescheinigung, bla bla bla, dies, das. Das war nicht mal alles meine Idee, Bruder. Denkst du, ich komme auf solche Ideen? Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Alter. Ja, guck, du weißt nicht mal, Bruder. Stories, mein Abgang, dies, das. Alle denken immer, ich bin schuld, Bruder. Wer weiß, die wissen gar nicht, wer mich gestört hat damals. Ich war noch jung, Bruder. Denkst du, ich komme auf solche Ideen? Ja, so ist der Berater. Das 18, 17, 18 Jahre. Bruder, Berater, du vertraust ja alles, was dein Berater sagt. Das soll ja so weit sein, mit 18, 19. So, ja, weißt du, was ich meine? Musst du auch überlegen. Die Leute, die denken immer so, Bruder, der Junge, 17, 18 Jahre, wie soll der alles wissen? Der lernt doch dazu. Du wirst ja beraten. Heutzutage ist das ja anders. Ja, mittlerweile bin ich 30, Bruder. Jetzt weiß ich. Jetzt ist anders. Wenn du jetzt Fehler machst, können die Leute dich nicht verurteilen. Genau. Ja, aber trotzdem schöne Zeit in Hamburg. Genau, Hamburg und dann bin ich nach Leverkusen, Bruder. Leverkusen. Wie lange warst du in Leverkusen gewesen? Ne, warte, wann habe ich dich kennengelernt? Da warst du noch. Warte mal. Da warst du noch. Da frisch Leverkusen, Bruder. Nein, nein, da warst du nicht mehr, glaube ich. Da warst du noch. Wo warst du vor Leverkusen? Hamburg. Hamburg. Ich glaube, da warst du noch Hamburg. Vor 12 Jahren oder so? Kann sein, Bruder, ja.
Ich war 3 Jahre in Leverkusen. Bruder, die Zeit geht so schnell, Alter, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, ja, ja. Du weißt selber, wie ich das hoffe, ist. Du kommst so weit wie möglich, Bruder. Noch höher. Du wirst der Beste, du wirst Geschichte schreiben. Inshallah, Bruder. Ich gönn's dir, Bruder. Ich gönn's dir von ganzem Herzen, Allah. Weil du präsentierst unser Land. Und ich auch. Ja, komm, zeig mir jetzt gerne dir. Wer gewinnt die EM? Natürlich die Türken, Mann. Ja, Türkei Mann. Gewinnt, ja. Bruder, was ist das für eine Frage? Hoffentlich wer. Du weißt, wie du machst nichts mehr mit Einsatz, Körpereinsatz. Gibst du ein paar Ellenbogen einfach rein. So heimlich sagst du. Aber ich will mal einmal mit euch trainieren. Den Schiedsrichter, da hinten fliegt ja, irgendwo ein Vogel, Bruder. Und dann gibst du den. Wenn ich mit euch trainiere, wie viel verbrenne ich, Bruder? Bruder, das, guck mal, das ist ein guter Ausgleich. Zum Beispiel Kerem Demirbay, der kam auch immer zu uns im Gym, 2-mal die Woche. Der Junge kam boxen, ne? Ja? Ich hab den beim Sparring gesehen, Alter. Ich hab mich echt gewundert, Mann. Und der hat 2-mal die Woche kam der locker zu uns ins Training, hat der immer geboxt. Hat er in Leverkusen mal? Ja, ja, genau. Und das ist auch ein anderer Ausgleich mal, auch andere Belastung. Vielleicht ist das mal gut für dich. Wenn ihr Bock habt, machen wir eine Session, er bei mir MMA und dann irgendwann ich Fußball. Das wird lustig, Alter. Genau, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr das sehen, Freunde? Den Hakan sein Debüt und mein Debüt. Sie sollen schreiben, was sie sehen wollen, oder? Ja, sie wollen. Das wird auf jeden Fall cool. Das kommt gut an. Das sowieso, Freunde. Ohne abonnieren geht gar nichts. Abonnieren, kommentieren, liken und überweisen. Aber es geht ja noch weiter jetzt. Und meine Kontonummer gebe ich auch gleich an, dann könnt ihr direkt wissen. So, Freunde, ihr habt die Möglichkeit, dieses Shirt zu gewinnen. Was ihr machen müsst, sprengt die Kommentare, gebt Gas, Freunde. Gleich sogar handsigniert von Hakan. Ciao, ragazzi, avete due grandi occasioni di prendere queste due maglie importanti. Commentatele sul sito e spero che voi divertite con questa maglia. Einfach Italiener, Alter, krank. So, Friends, jetzt gehen wir. Wie heißt das, Bruder, nochmal? Galeria. Galeria Kaufhof. Gehen wir jetzt. Nicht Kauf. Ich hoffe, wir kommen da gleich durch. Bruder, so Security muss kommen. Bruder, Security steht hier. Komm, guck, da ist schon. Egal, wer was macht Giorno. Jetzt hier? Hier rechts rum, okay. Ja. Boah, geil, Alter, wie das aussieht, Mann. Ja. Ich bin das erste Mal jetzt hier, Bruder. Ja. Allah. Das ist wie andere Welt für mich gerade. Ich kenne nur Düsseldorf, diese den Hauptbahnhof hier. Hier sind die ganzen Markenläden und so schon. Geil, Alter, einmal ehrlich. Ich kenne das nur von Bildern, aber wenn man live hier ist, guck mal, wie heftig das aussieht. Ja, ja, hier ist so ein Loch, da drehen die alle ihre Füße. Guck, ich zeig dir mal. Was machen die? Ich zeig's dir jetzt. Da, wo die ist, siehst du das? Und warum machen die das? Das ist so berühmt. Das ist so berühmt. Ciao, ciao. Sollen wir einmal hier durch und dann wieder ciao. Zurück oder willst du es nicht? Ja, komm, wir können ja Dom kurz. Oha, was ist das denn, Alter? Boah. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, wie gesagt. Kurz und knapp, ich verstecke mich. Kurz und knapp, der kann hier nicht rumlaufen, das ist das Problem. Bringt die Kommentare. Oder pass auf, da kommt Dings. Abonniert den Kanal und hier, der Sensemann auch schon da. In diesem Sinne, Peace, Freunde, und viel Spaß Dankeschön, mit dem Jungs. Video. Ciao, ciao.